Ja, zum Schluss möchte ich gerne noch Zeynep nochmal das Mikro geben. Einen positiven Abschluss. Ja, ich hoffe, der Abschluss wird positiv sein. Mein Bild war übrigens gerade nichts mit Menschen, sondern ich habe mich gesehen auf dem Rücken eines großen Vogels, der durch die Natur geschwebt ist, und ich habe Wasserfälle gesehen und eigentlich Natur ohne Leute. Und das ist auch bezeichnend, dass meine Vision von Frieden zurzeit nicht mit Menschen zu tun hat. Ja, ich wollte euch vielleicht noch ein kleines Gedicht präsentieren, weil ja vorhin wurde ja gesagt, jeder soll mit seinen Gaben und mit seinen Talenten versuchen, ein bisschen was zu bewirken. Und ich bin bestimmt nicht der super Dichter, aber ich habe gedichtet und will euch das heute vortragen. Und das hört sich jetzt so an. Wonach soll ich denn sonst noch streben? Hab ich denn nicht genug im Leben? Brauche ich denn wirklich noch mehr Geld für noch mehr Luxus auf dieser Welt? Wem nützt in Wahrheit meine Gier, wenn nicht mir? Ist denn mein Fahrrad nicht viel besser als Diesel- und Benzinauffresser? Verbessert sich mein Leben viel mit jedem neuesten Videospiel? Wer will mich denn zum Deppen machen und sich dabei ins Fäustchen lachen? Bin ich dann wirklich dann erst reich? Gibt's morgens, mittags, abends Fleisch? Und ist mein Urlaub denn nur toll auf einem pazifischen Atoll? Braucht denn zu mehr Zufriedenheit mein Kind noch mehr Betreuungszeit? Warum zahle ich für meine Glotze, wenn ich vor Propaganda kotze? Kann denn ein Fest nur lustig sein, hau ich mir ordentlich Wodka rein? Lieb ich denn meinen Partner nur mit einer Armani-Armbanduhr? Sind wir beschäftigt mit des Nachbarn Neid? Vergessen wir ganz schnell der Welten Leid? Ach Leute, ich könnte euch noch viel erzählen, euch mit noch vielen anderen Fragen quälen, über Atomkraft und Fluorid, auch Fracking, Drohnen, teuren Sprit, über Monsanto, Aspartam, da werden euch die Ohren warm. Wenn man darüber lauter spricht, gefällt das unserer GroKo nicht. Aus der Geschichte haben wir nur gelernt, wie man Zufriedenheit entfernt. Inzwischen können wir den Mars erreichen, jedoch kein Herz in Mitgefühl erweichen. In 2 Minuten können wir die Welt vernichten, jedoch nicht unsere eigenen Fehler richten. Es wäre wirklich höchste Zeit für mehr Besonnenheit. Vielen Dank. Ihr da drüben, seht ihr uns? Ja, ne? Kommt doch nächste Woche einfach auch mal hierher. Und wenn ihr sagt, das ganze Ding mit Frieden geht euch nichts an. Doch, es geht euch an. Schaut euch an, was passiert. Schaut euch an. Auch eure Sparguthaben erwirtschaften mittlerweile Minuszinsen, auch eure Lebensversicherungen werden entwertet, auch ihr werdet überwacht, auch auf eurem Handy sitzt vielleicht gerade die NSA, und genau diese Themen behandeln wir auch. Es geht nicht rein nur um Frieden, sondern es geht um das Ganzheitliche. Und wenn ihr da drüben schon gemütlich sitzt, dann ist der Schritt hier rüber doch, glaube ich, nicht so groß. Wir sind schon ziemlich viele, aber wir wollen noch mehr werden, und wir laden euch alle, egal woher ihr kommt, egal an welche Religion ihr glaubt, egal aus welchem Land ihr kommt, wir laden euch herzlich ein, hier bei uns einfach mitzumachen. Kommt hier rüber nächste Woche und habt Spaß mit uns. Schönen Abend noch!